Achtung, nachdem ich der Philipp Hanser erkennen würde am Telefon, ist die Nina bei mir. Guten Morgen. Nina, du kriegst einen Ohrstöpsel. Danke. Und sagst dann das, was ich dir einsage. Okay. So, also ab sofort kannst nur noch du mich hören. Jawohl. Ja, hallo, Hansa. Hi Philipp, Nina hier. Hallo. Sorry, dass ich dich störe an deinem freien Tag. Hast du kurz Zeit? Kein Problem, ja sicher, geht schon. Du, wir haben ein Problem mit deiner Einreise in die USA. Dein Visum ist abgelehnt worden. Fuck. Warum ist mein Visum abgelehnt worden? Das checke ich gerade nicht. Die amerikanische Botschaft hat mich angerufen und hat gesagt, dass deine Ur-Urgroßmutter aus der Mongolei stammt. Das stimmt tatsächlich. Und das taugt ihnen gar nicht. Boah, aber was hat das mit meiner Urgroßmutter? Ich meine, ich habe jetzt keinen Bezug mehr in die Mongolei, ich war noch nie dort. Mhm. Fucking hell. Ja, außerdem ist die Mongolei nicht einmal muslimisch. Sind die muslimisch da drüben? Nein, aber die steht auf der Einreiseverbotsliste, haben sie mir erklärt. Ja, Wahnsinn. Und wer hat da angerufen hat bei dir? Was sind das? Die Botschaft. Die Botschaft? Die amerikanische Botschaft. Das sind gute Typen. Vielleicht hat deine Urgroßmutter irgendetwas gemacht? Nein. Weißt du was? Das ist die Urgroßmutter. Ich habe sie jetzt nicht kennengelernt noch. Aber keine Ahnung, vielleicht hat sie irgendwelche Pelze verkauft, illegal, ich weiß nicht, ich habe sie nie getroffen, aber das hat jetzt keiner vorstellen, dass das irgendwas mit der zu tun hat, außerdem bin ich mir jetzt nicht zu Schulden kommen lassen. Die wissen sogar von dir, dass du eine Cousine in Kalifornien hast. Ja, stimmt, das habe ich wirklich, ja. Meine Cousine ist die Caroline. Das gefällt ihnen auch nicht. Aber das hat doch nichts mit dem einen, doch nichts mit dem anderen zu tun. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Ich die Gabi rüberschicken und du berichtest halt von Österreich aus. Ah, fuck, das ist doch kompletter Bullshit. Die Gabi schickt mir rüber, die soll das drüben moderieren. Wer hat das jetzt entschieden? Der Chef. Der Chef. Dein einzig richtiger Chef. Wer? Der Ö3 Callboy. Oh, du bist eine Ratte. Danke. Danke. Ich hasse euch. Ich bring dich um. Ihr seid die größten Ratten, die es auf der ganzen Welt gibt. Ladies and Gentlemen, Philipp Hanser in Hollywood. Mhm. Oh, bist du deppert. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an.